Ich bin der erste Paladin und als solcher bin ich für die Bewahrung der Titel und der Verpflichtungen sowie für die Berufung der Paladine zum Kreuzritter zuständig. Diejenigen Paladine, die nach einer Aufgabe für die offizielle Beförderung zum Kreuzritter suchen, müssen eine holde Maid in Not helfen. Das kennen wir ja schon aus ihm. Diejenigen, die keine Paladine sind, werden dafür mit dem Titel des Kreuzritters ehrenhalber belohnt. Und einer nicht unerheblichen Menge Geld. Kehrt mit der beschriebenen Maid zurück und ich werde jeden Paladin, den ihr in der Rettung beteiligt war, in den Stand eines Kreuzritters befördern. Also, eine Aufgabe abgegeben, zwei neue bekommen und theoretisch könnten wir noch eine dritte bekommen. Aber die will ich nicht haben. Jetzt noch nicht. So, ganz viel Gold. Shoppen. 10 Ausdauer und Geschick. Gönnen wir uns die? 2600. Nein. Drachenleder. Ah, es gibt echt schicke Sachen. Edle Rüstung. Ich glaube, die kaufen wir uns für sie. Jo, das sieht schick aus. So, was haben wir hier? Basisgilde des Spirituellen, des Geistes und des Körpers. Körper könnten wir ja schon Experte werden. Nur für Mitglieder, okay. Wir waren bisher nur Gilde, Mitglied in der Gilde der, wie heißt das? Also es war ein Zusammenwurf von klerikalen Zaubern. Und hier gibt es halt diese Unterschulen, die wirklich auf einen Bereich spezialisiert sind. Da brauchen wir nochmal alle Mitgliedschaften. Panzerstiefel des Glücks. Des Verderbens. Plus 1 auf alle 7 Attribute, Tapete. Okay. Ja. Hier ist der Tempel. Ganz schön weit abseits. Wo man normalerweise da recht häufig hinlaufen muss. Experte der Konditionen. Konditionen haben wir noch nicht mehr, oder? Nee. Brauchen wir aber auch noch. Oh, hallo. Schön, dass du da bist. Mitgliedschaft in der Gilde des Spirituellen. Gekauft. Zu nett von dir. Oh, hallo. Gilde des Körpers. Zu nett von dir. Und hier oben ist nur eine Kleinigkeit. Also nichts wirklich Wichtiges, aber ist ein interessantes Gimmick. Da. König Archibald. Hier war nichts drin, oder? Oh, doch. Experte des Lernens. Können wir noch nicht. Da ist noch ein Turm. Hallo. Experte der Diplomatie. Ja, nee. Da werde ich keine Punkte reinsetzen. Wir werden später wahrscheinlich so berühmt und mächtig sein, dass jeder mit uns sprechen will. Da müssen wir die extra Punkte reinsetzen. So, damit wären wir jetzt einmal rum. Brunnen. Der nichts macht. Ja, macht nichts. Oh, hallo. Also hier oben sind wir jetzt einmal rum. Aufträge abgegeben, Aufträge bekommen. Vorübergehend 10 Reaktionen. Vorübergehend 10 Geschick. Das heißt, wir sind jetzt einigermaßen ausgerüstet, um weiter zu questen. Du hast noch Punkte zum Verteilen. Oh, wir könnten eine neue Stufe bekommen haben wegen dem... Nee, haben wir nicht, okay. Wegen der abgegebenen Quest mit dem Brief. So, du hast 9 Punkte. Oh, du müsstest noch Bogenexperte werden. Das können wir auch gleich unten machen. Brauchen wir auch wieder 2000 Gold für. Dann kriegst du Panzerexperte. Er hält so schon ziemlich lange aus. Ich glaube, wir sollten lieber dafür sorgen, dass er entweder mehr Schaden macht oder halt helfen kann mit Reparieren. Reparieren klingt gut. So. Also, nächster Schritt, Bogenexperte für Girogon. Ah, hier ist noch ein Hintertürchen. Hallo, wie geht's? Dolchexperte. Ja, nö. Hier war Bogenexperte. Wie geht's? Ja. Ja,
Das heißt, Gerugon und Mürrim können jetzt schneller schießen, was schon mal sehr gut ist. So, jetzt haben wir die Qual der Wahl. Wir können da hinten durch den Gebirgsengpass, wo wir schon so komische Gestalten sehen, die da nämlich, oder wir könnten uns hier umgucken, wo wir dieselben Gestalten sehen. Ja, gucken wir es mir hier unten lang. Hier muss ja auch der Tempel von Bar sein. Wozu zaubern, wenn man schießen kann? Seht ihr? Das ist irre praktisch mit vier Bögen. Lalala. Das hier ist übrigens auch so ein Punkt, warum das Spiel ein wenig kontrovers ist. Also wenn man so bedenkt, was wir gerade töten für Leute und wie die aussehen. Ja, fragwürdig. Vor allem, weil es noch ein, zwei Gegnertypen im Spiel gibt, die einen ähnlich angehauchten Touch haben. Und da fragt man sich schon, was die Programmierer sich dabei gedacht haben. Also heutzutage könnte so ein Spiel nicht mehr rauskommen. So, bisher keinen einzigen Zauber sprechen müssen und fast keinen Schaden bekommen. Also man merkt, der Sprung von dem Anfängergebiet nach hier, allein schon dadurch, dass man jetzt viermal Bogenschützen nutzen kann, dass man Plattenpanzer tragen kann, Schilde und so weiter, macht tierisch viel aus. Oh, da ist einer von den Stärkeren. Tot. Ach ja. Zing, zing, zing. Wir sind total ungebufft, fällt mir auch gerade auf. Das sollten wir aber echt mal ändern. Segen auf dich. Oh, es sind ganz schön viele rote Punkte. Du segne mal. Zieh. Wenn wir die Rüstung ausziehen würden von Gerugon und Mürrim, müssten sie ja schneller schießen können. Weil Kettenrüstung und gerade Plattenrüstung verlangsamen die Reaktionszeit von einem Spieler schon um einiges. Aber nee, jetzt wäre albern. Oh, was haben wir hier? Ex-Menschen. Viele Ex-Menschen und das sind Fernkämpfer. Allesamt. Oh, Ex-Zauberer. Oh, das ist schon ein anderer Schnack. Boah, sind das viele. Okay, die Bar-Leute, Pfeil und Bogen, Ex-Männer, Zauber, sofern wir noch Zauberpunkte haben. So, da ist ein Dungeon. Da hinten sehen wir schon einen anderen. Oder haben wir einen gesehen? Sind das viele rote Punkte? Da ist der nächste. Oh, und er sollte sich mal heilen. Soll sich nochmal heilen. Wir brauchen bald einen neuen Heilzauber, der auch mit der Fähigkeit skaliert. Und nicht wie jetzt Erste Hilfe einfach immer nur 4-5 Punkte heilt. So. Lay, komm schon, heilen. Sehr gut. Weg. Und hier drin sollten wir das Geläut der Harmonie, glaube ich, bekommen. Und da wir die Quest am Anfang bekommen haben, dürfte sie auch nicht allzu schwer sein. Könnten wir uns also überlegen, das gleich zu machen, sobald hier das Gröbste weg ist. So. Oh, da sind noch Ex-Menschen. Aber das sind nur normale, keine Zauberer. Also Zauber waren die mit dem blauen Lederbams und nicht dem braunen. Ah, versteckt sich hier noch einer. Oh, du warst rot. Rot war eigentlich immer schlimmer als blau, ne? Aber der hat jetzt echt nicht so viel ausgehalten. Na gut. Doge. Ich würde jetzt trotzdem gerne mal schlafen. Die Lebenspunkte sehen nicht so pralle aus bei den Mädels.
Hier nicht. Und ich würde gerne länger schlafen, damit es wieder dunkel wird. Wegen einem... Na gut, dann halt im Dunkeln töten. Jedenfalls zum kleinen Kram hier am Anfang. Da ist ein Ex-Mensch mit bei. Es ist tierisch dunkel. Du Licht. So, schon mal ein bisschen besser. Oh, 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 da. So, da ist noch... Ja, da ist gleich die nächste Gruppe. Aber ich wollte eigentlich echt nur alles um den Tempel rum freiräumen. Also gehen wir mal hier hin. Speichern ab und sehen uns gleich wieder.